Der rennt da weg. Achso. Der Typ, mit dem du gerade geredet hast. Warum rennt alle Menschen weg, damit ich rede? There, a mind flayer. And it's hard. Oh. Jetzt rede ich mal mit dem Typen. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here in der im Boden liegt. Nenne mach. Ah, okay. Achso, machst du schon. Mach schon. Ich hab den gar nicht gesehen. Ansonsten, Kyler, wie gesagt, wenn links ein Ohr ist, immer aufs Ohr. Ja. Immer aufs Ohr hauen. Wie ist dein Charakter? Verstohlen. Du bist misstrauisch, ne? Ich bin absolut kalt. Also so Mitgefühl und sowas habe ich überhaupt nicht. Er hat dir schließlich einen Wurm in dein Auge gesteckt. Aber ist der, hat der nicht mit uns zusammen gegen den anderen Typen gekämpft? Oder nee, ist das ein anderer? Der ist Petersen, der uns kurz mal eine Optik-Operation gab. Was ist? You feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. Aber jetzt ist er viel zu emotional. Er sollte kalt sein. Nee, ich bin nur, also emotional, es hat ja nichts damit zu tun. Also ich bin einfach nur kalt zu den Menschen. Ich habe sowas nicht wie Empathie. Intelligenz hast du? Ja. Oh, dann mal let's go, Alter. Soll ich den Bonus geben, oder? Ja. Oh, Bonus hinzufügen, ja. Kann man da einfach draufklicken, oder was? Okay. Oh, das klappt. War auch ganz gut, den oder? Bonus. Ja. Ich hätte ja auch noch einen geben können, wenn nee, ich kann immer nur einen haben von dem D4. Ach so. Aber da waren gerade zwei drin. Ja, ich kann aber immer nur einen von den beiden haben. Your mind's views. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind beide reingezählt, aber okay. Das hatten wir letztes Mal schon. Und einer hat zwei gebracht und der andere hat zwei. Genau. Das hatten wir aber letztes Mal schon ausprobiert, oder ich besser gesagt. And with your very body, you can. Man kann nicht zweimal. Aber es ging gerade um Intelligenz, oder? Ja. Oh, Weisheit hast du auch, oder? Und ich habe die höchste Intelligenz, also wäre vielleicht mein Effekt besser gewesen. Nee, das ist diese göttliche Führung. Das ist euer. Ja, jeder pro Tag, sag ich mal. Nein, euer Spell. Das ist der Spell, den ihr mir geben könnt. Okay. Da kriege ich nochmal ein D4 dazu. Dann kann man halt jeweils nur einmal haben. Genau. Nicht öfter. Genau, ich kann nur einmal göttliche Führung haben. Okay, nicht du musst mal. Jetzt eine 5 machen und hast zwei extra Würfel, oder zwei extra Bonus. Okay. Na, Gott sei Dank hast du die. Okay. The monster lies exhausted, defeated. Denn ist ja its eyes wet orange pearls, öfter mal rasten ganz wichtig. Yep. Ja, aber können wir nicht zu oft machen. Ruhrgebiet. Ich würde das zweite machen. Du bist kalt, ja. Scheiß auf ihn. Nee, ey, am Ende überlebt er. Ist doch scheißegal. Es ist doch nee, sein Leben. Ich will ihm nicht toten. Also, die Augen für immer schließen, oder? Halt? Weg, der rächt sich sonst. Hier wird ja, nicht gerecht. Hau weg, wie oft weg. Hat man sich schon in Filmen gefragt, Alter, warum hat er ihn nicht. Er hätte ihn platt machen können, aber nein, er rappelt sich wieder auf und kommt Monster. Stärker zurück. Death is too good for it. Ja. Ja. Der hat auch noch gedroppt. Loot. Das steckt ja eh alles Feuer. Ein, ich brauche ja gar nicht looten. Aber wie, du kannst einfach nur in unsere Inventare gucken, ob du was brauchst. Okay, wo lang, Freunde? Bitte oben. Froggy. Jo, weiter hier. Mal die Goblins looten, ja. Ach, hier ist wieder so ein komisches Pörtel. Okay, ich habe einen Goblin-Bogen gedroppt. Der macht 4 bis 9 Damage. Ich weiß nicht, ob den einer haben will. Ne, die Armbrust macht 2 bis 9. Einen Bogen brauche ich. Bogen sind. Und ein Goblin-Krummsäbel, 4 bis 9 Schaden. Kann ich ihn bei meinem Charakter nachgucken, welche Waffen er hat? Oder kann. Na, links bei Nahkampf siehst du, was er in der Hand hat. Nee, wenn du I drückst, Pfeiler. Genau. Und I. Warte, muss I, ich erstmal ja. Raus. I. Genau, und deine linke Seite siehst du erstmal deine Punkte und dann deine Merkmale unten quasi. Und da gibt es 3 Fächer und der dritte Fächer zeigt dir quasi an deinen Übungsbonus.
Von dort ein Fächer. Da siehst du dann unten welche Waffen. Also wenn du dann, da steht dann vielleicht einfache Waffen, oder ich kann ja nicht streamen. Einfache Waffen, Kriegswaffen. Genau, wenn du drüber hoverst, siehst du, welche Waffen das genau betrifft. Also ich brauche eher Kurzbögen. Aber Langbögen sind bei mir auch gut. Mir fällt gerade wieder ein, dass das eher Dings machen sollte. Leichte Armbrust, passt ja bei mir eigentlich. Ja, weggehen. Zack. Okay. Lass mir erstmal so, ich habe einen Kampfstab und eine leichte Armbrust und genau das ist das, was gerade bei mir am besten ist. Jusen, klickst du mal auf das Portal? Du kannst doch den Typen da rausziehen dann. Mit Stärke. Ach so, ja. Ziehen raus! No. Ich habe absolut keine Stärke als Zwerg. Sehr authentisch. Doch, du hast die Stärke, klein zu sein. Ich bin akrobatisch, weißt du? Mhm. Mit deinen dicken Wurstfingern wundert mich eh, wie du mit dem Dietrich überhaupt ein Schlossi knapp kriegst. Aber na, hast du eine Ahnung? Wer sagt denn, dass ich das mit meinen Fingern mache? Kannst du mir gerne mal einen ruhigen Moment zeigen? Anyone? Wir werden eine Weile unterwegs sein. Es sind alles natürliche Triebe. Pfeiler, willst du probieren, mal den Bonus zu geben? Beziehungsweise können wir ja probieren, halt beide. Du musst wieder aufs Ohr. Ja, Ohr. Und dann? Ja, das Stream hängt hinterher. Naja, jetzt läuft das Video gerade. Ja, Bonus hinzufügen dann. Hier steht ja nichts weiter gerade. Na, unten. Du siehst den Würfel, du siehst, was ich habe, und ganz unten steht Bonus hinzufügen. Pfeiler, guck mal, Video. Das ist doch kein Würfel. Ich guck nur das Video. Da ist noch die Hand. Aus dem Loch. Der hält die ganze Zeit hin, aber ich kann nichts. Na, okay. Fehlt bei mir der Dings. Dann musst du früher mit rein. Okay. Ja. Let's go, Jusen. Alter. Oh fuck. Zu spät. Ah, hast du aber Glück gehabt mit dem D4, Alter. Das oh ja. Warum passiert bei mir nichts? Was soll das? Bei euch ist schon alles passiert. Der streckt immer noch die Hand durch. Jetzt. Ich hab's geschafft. Nee, wenn du beim Dialog am Anfang nicht dabei bist, bist du beim Würfeln auch nicht dabei. Also müssten wir theoretisch eigentlich immer, bevor wir eine Entscheidungsmöglichkeit auswählen, müssen wir mal erst alle vorher reingehen. Ja, na, deswegen kann man ja unten auch beim Quatschen abstimmen, was wir sagen können. Da sollten wir auch warten, bis alle abgestimmt haben. Hallo, ich bin Gale of Waterdeep. Apologies. Deepwater? Gut, dass ich meinen Charakter nicht als Standard-Magier gemacht habe, sonst würde ich jetzt so aussehen. Dann wäre mein Zwillingsbruder. Ein Grund. Aber man sieht gar nicht, dass wir unterschiedlich abgestimmt haben, glaube ich. Also ist alles dann lila. Nee, da steht bei mir, ist immer mein Icon daneben. Ein Icon ist da hinten. Ach ja, da. Ja, okay. Ja. Ich habe jetzt 2 gemacht. Sehe, Alex hat 3 gemacht. Dann kann David noch drücken und Jusen ist der, der dann entscheidet. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich unter Optionen hoffentlich die Schrift unten noch größer stellen kann. Für die Leute, die es über ein Handy gucken. Weil das glaube ich echt gut. Aber ich bin... So wie er auch gerade nicht der Vorlesetyp. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. Sag mal, ist da ein Tattoo oder ein Brusthaar bei ihm? How did you survive the fall? Tattoo. Ach, da links am Hals oder was? Mhm. Ja, das ist ein Tattoo. Ist ein Tattoo. Echt jetzt? Okay, da kommt Leute. Aber es ist mein Charakter, deswegen. I quite agree.
But I have the unfortunate suspicion your survivor. Aber du kannst doch nicht besonders gut lügen. Back on the ship, you two were on the receiving end of a rather unwelcome. Ich sag immer nur die Fakten, aber halt ausweichend. Are you not? No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Habe ich da etwa einen aggressiven Surgeon? Unterton in der Stimme gehört? Uncannily adroit with a knitting needle? Lass ihn uns töten. Töten und ausrauben. Oh, ich kann, bin ja Paladin. Ja, bin ich für Paladin. Würde ich auch. I suppose few enough can. Not exactly a common effect. Wenn man schon eine Klassenfähigkeit hat. We're certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Nee, ich will den nicht haben, der ist irgendwie seltsam. Du Penner, Alter. Mann, der ist irgendwie seltsam. Der ist mir doch, der Bett ist richtig drum, soll ich den nur mitnehmen oder nicht? Okay. Was soll man uns schon antun, Alter? Wir sind 4 gegen 1. Der will uns doch gar nicht angreifen, Dicker. Ja, wer weiß, der kommt irgendwann ein paar Tage später von hinten. Wart's ab. You're quite significant loss. Farewell then. And good luck. Ich hab ihn rausgeholt, das musst du auch schnell. Ich kann die Mückenpfeil angreifen, er hat nur 8 Leben. Aber lieber nicht, dass wir ihn später noch in der Story brauchen. Kommt bestimmt nochmal wieder der Gale. Angst, dass wir alle aus der Story töten. Ja. Der Gaylord. Kann er speichern. So, apropos, ich kann ja mal zwischen speichern. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn er mal zwischen. Okay, nochmal hier den Weg erstmal nach Gullowet. Ne. Hier die Treppe hoch, da bei der Treppe oben treffen wir uns. Jo. Dann kann ja Pyler jetzt mal quatschen. Wird eigentlich gleich mal auf Toilette gehen wollen. Macht ihr denn noch bis 23 Uhr mit? Wenn du jetzt nicht auf Toilette gehst. Oh, David ist gefangen? Naja, aber ist nicht schlimm. Okay. David ist ja ein bisschen doof, das ist okay. Oh, Pyler, ja, dann geh also auf Toilette. Ich kann nicht angreifen im Spiel. Also kurze Pause, ich bin auch bis 23 Uhr dabei. Okay, ich bin auch dabei. Alter! Das warum tust du das? Oder? Warum tust du das? Sei doch mal lieb zu uns. Habe ich dir irgendwas getan? Ja, ich bin dumm. Ja, aber du bist doch da reingelaufen. Ich hab mehr Intelligenz als du. Ja, ich wäre da nicht reingelaufen. Kann ich normal hauen. Und ich hab mehr Intelligenz als du. Und jetzt? Ja, mit dir. Und ich würde sagen, ich hab mit Yusen den hübschesten Charakter. Ihr beide, ihr seid irgendwie von der großen Welt. Ja. Ja. Dann bis gleich, Leute. Ich bin Lila. Ich bin durch die Packung nicht mehr so. Nein, wir sind alle wunderhübsche Wesen. Was hat Zorro? Was ist denn mit mir schon wieder? Weiß ich nicht. Untersuch dich erstmal. Obwohl, nee, wir haben gleich für Intelligenz. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Du bist ja auch schon schlauer als ich. Dann lebt doch dein Leben. Ganz einfach. Ich muss hier nichts beweisen. Nein, nein. Ich bin eine starke Halb-Ork-Frau und bin sehr stolz auf mein Geschlecht. Okay, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Yusen, du tötest keine Leute, du haust sie immer nur bewusstlos. Mit meiner Angst haust du bewusstlos. Willst du mich veräppeln? Passives Merkmal. Schlage jemanden bewusstlos, anstatt ihn zu töten. Das kannst du noch ändern. Wie? Stream mal. Ich soll das und das machen. Da würde ich einfach nur Spaß haben.
Drück mal ab. So, ich bin wieder da. Hallo, hallo? Hi, ja, wir freuen uns sehr. Schnauze. Ja, was soll ich jetzt machen, David? Zu Tab gedrückt. Ich war von vorher schon Tab gedrückt. Ja, dann mal oben bei Zaubersprüche. Zaubersprüche? Zauberige Sprüche? Ja, geh mal da an Aladdin. Da steht 0 von 1. Da kannst du nur 1 auswählen. Ja, was soll ich nehmen? Überheilen, oder? Was ist das erste? Göttliches Gespür. Nein, nein, du machst das zweite. Kannst du da draufklicken? Nee. Okay, gehen wir auf allgemein. So. Gehen wir auf weit. Da ist noch ein Pfeil oben, Reaktion. Da hast du das dann. Ja, wo ist denn deine Hauptfähigkeit? So eine Heilung hast du ja unten schon drin. Ja. Hauptmerkmal. Passiver Wert. Ne, ist bei mir auch mit. Kann man gar nicht ändern, okay. Ne, war auf jeden Fall ein nettes Gespräch, vielen Dank. Müssen wir nochmal gehauen werden. Mann, ich will gar nicht gehauen werden. Heiler ist raus, schön. Oh. Ist er auch raus im Spiel? Jo. Oh. Kann sein. Vielleicht kann er wieder reinjoinen. So, mal gucken. Davon gehe ich aus. So, mal gucken, ob alles abgeschmiert ist bei seinem Rechner jetzt. Wer kuschelt denn da mit mir? Achso, David, nice. Ja, ich auch schon, du bist ein bisschen alleine, war auf deiner Bank. Ach du, ihr macht das schon da drüben. Okay. Jetzt werde ich von jedem Gegner richtig gut getroffen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Achso, ihr habt's abgesprochen. So sieht das also aus, okay, okay. I do my best, was ist der Dank? Mittelfinger in die Luft, Alter, das ist doch scheiße. Wieso in die Luft? Mittelfinger in den Arsch. Nee, das möchte ich nicht. Jutsu der 1000 Schmerzen. Nee, das möchte ich nicht. Hab ich überhaupt eine Wahl, ne, wa? Hattest du je eine Wahl? Ab und an. Halt hier und da. Nein, ich glaube nicht. Aber... Lieber Shaolin, kommen wir zu Pyla. That's curious. No use digging with my bare hands. Wow. 3 Punkte, oder? Nee. Warte mal. Jetzt. Ah, okay, man muss doppelklicken. Alles gut. Oh, es ist okay jetzt. Haben wir verstanden. So hat erstmal seine ganzen Zauberspells verbraucht. Ja, warum? Warum hat er weitergemacht? Muss ich erst eine Waffe wieder ausrüsten, oder was? Weil du es noch ausgewählt hattest dann. Klickst einmal drauf und dann musst du nochmal irgendwo anders hinklicken, dass du es bestätigst quasi. Achso. Kann mal jemand in Pilots Chat schreiben, dass er aus dem Discord rausgeflogen ist? Der hat sich gerade bewegt, also. Deswegen. Kann mal jemand in Pilots Chat schreiben, dass er aus dem Discord rausgeflogen ist? Hat beim Kacken Dixer Wurmster schon gemacht. Kriegt er anscheinend nicht mit, weil er läuft noch.
schön rausgeflogen. Jo. Hab mich schon gewundert, warum keiner mit mir reden will. Gut, dann machen wir hier rein. Peiler, willst du mit den Leuten mal reden? Ja, ich würde sagen, Peiler macht das mal. Na, geh doch nicht vor. Mann, ich geh doch nicht vor, ich wollte doch nicht zu den Leuten. Naja, wisst ihr ja nicht. Ich wollte hier neben der Statue links warten. Sorry. Naja, du weißt doch ja nicht, wann die Cutscene anfängt. Wer ist denn jetzt da reingelaufen? Das ist ja auch hohe Intelligenz, oder? Ja, und? Kann auch trotzdem nochmal rein, oder? Nein, nur mit den Leuten mit hoher Intelligenz passiert das. Nicht reinlaufen, Dildo! Hä? Ja, das ist, das ist Pilar, Digga. So. You both twice as tall as me, but I'm half the bloody backbone! But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Heiß. Oh, Peter, was hast denn du? Er kann überzeugen. Stimmt. Ich, ich kann... Ja, einschüchtern ist Usen, täuschen bist du. Mhm. Ich kann überzeugen machen, aber ich warte mal ganz kurz, weil ich gerade sehe, da kommt gleich ein Werbeblock rein, obwohl ich das mit diesen Werbeblöcken, glaube ich, gar nicht eingestellt hatte. Aber wir sehen uns gleich, Leute. Mhm. So, wurde weggedrückt, würde ich sagen. Weil da stand gerade, deine Community ist gleich zurück und jetzt ist weg. Dann drücken wir auf Überzeugen. So. Willst du einen Boost haben? Ja, gerne. Na, ich sehe hier. Übungsbonus wäre plus 2. Ja, jetzt hast du. Ja, den sind alle gleichzeitig drin, glaube ich. Den hast du immer drin, Peiler. Den Charisma und Überzeugen hast du immer drin. Okay. Und bei Bonus sehe ich jetzt David sein? Oder? Ja, da ganz rechts ist bei der ganz rechts, göttliche Führung. Das ist David. Da siehst du auch mein Bild. Genau. Ah, okay. Aber weil es so ausgegraut ist bei mir. Ja, das ist quasi der Bonus, der nicht von noch oben drauf kommt. Ja. Aber der ist trotzdem aktiv, ja. Genau. Ah, okay, also kann ich mir jetzt hier den Übungs-Zweier reinmachen und dann kriege ich von David noch einen drauf. Ne, du hast den schon automatisch. Den hast du immer drin, Digga. Du hast Charisma plus 1 und Überzeugen. Übung hast du auch plus 2. Das hast du immer. Das kommt du hast ja eh nur einen Wurf, von daher, da sind alle Bonus gleichzeitig. Nein, alle gleich, alle da. Deswegen würfel. Wenn ich auf Bonus hinzufügen jetzt drücke, wäre. Würde nichts passieren, glaube ich. Außer du hast noch einen extra Bonus vielleicht irgendwie. Okay, das passiert nichts. Wer hätte was gestanden, aber ist jetzt nichts. Den würfel ich jetzt. Nee, genau. Ah, klappt doch. Alter, Schwein gehabt. Nein, nicht nur Schwein. 13, eine gute Glückszahl, perfekt. Die 13 mit Glück zu tun, ist ein bisschen. Oder? In deiner Welt vielleicht nicht. In that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Kleiner Mann. Second mouse gets the cheese. No? Nobody's getting any damn cheese. Now move it! Good work. Thought we had a fight on our hands. Paolo, was hilft mir noch mit dem Petersen hier? Das ist ja auch, sind alle jetzt weggerannt, oder was? Sind alle weggerannt, Digi. Achso. Ich hab's ja alle verjagt. So, passt auf hier. Da geht's runter. Geh erstmal Alex hinterher. Dann wird es hier vielleicht erstmal looten wollen, bevor wir da jetzt runtergehen. Und na, ich geh mal links hoch. Genau. Okay. Hier war nichts weiter. Okay. Fisch und rote Paprika. Yum, yum. Okay, gehen wir runter, oder was? Ne, hier sind auch noch Rucksäcke und so, da hinten. Jetzt war ein Schlafsack, ey. Und das war ein bisschen chillen, ja, David? Ja, war ja anstrengend. So. Mal heilen, so. Achso, magst du die Tür probieren, Alex? Ja, na, die geht doch noch, achso. Na, wir können jetzt, ja, wir können über die Tür gehen, oder halt... Du müsst mir aber nachher beim Kämpfen nochmal erklären, wo ich da meine Aktionspunkte und sowas sehe. Ich hab Katzen. Oben in der Mitte. Über der in der fetten Leiste, wo denn das Spells sind, da drüber. Katzen, Leute, Öhrchen ranhalten.
Das. Naja, okay. Ja, ich bin zum Glück. Das ist ja täuschen, oder? Ich kann täuschen, ja. Ich kann aber auch auftreten. Macht keinen Unterschied. Ich würde täuschen. Kommt drauf an, was du würfeln willst, Digi. Ob der eher auftreten wird Stärke sein und täuschen wird halt eher deine Diebeskills. Nein, das steht links, was das ist. Wenn du drüber hoverst, siehst du, drüber hoverst, siehst du, was du würfelst. Okay. Nee, du bist ein Dieb. Ich würde täuschen sagen. Oh, du hast nur einen Pluspunkt, okay, wegen Chaos mal Minus. Ja. Aber, noch aber jetzt hast du zwei. Ist nicht schlimm. Ja, nice. Yes. Tutorial noch nicht wirklich Würfelglück und hier läuft's jetzt. Mit. Geht's? You're dead! Du heiliger Bimbam. Ist direkt Gegner oder was? Ja, ist direkt ein Gegner hier. Oh. Sollen wir den wirklich töten? Ja, klar, müssen wir den töten. Okay. Da ging er down, würde ich sagen. Oh, nice. Schlüssel. Nice. Du hast einen Schlüssel? Müssen wir eine Ausschau nach einer Truhe oder einer Tür halten. Ne? No more prayers. Only silence and dust. Genau. Mach mal die Leuchte an, David. Hello. So, vergesst nicht, ihr könnt alles mitnehmen, ne? Ja, ne. Meistens, wenn ich irgendwo hingehe, steht schon überall leer. Nee, du kannst auch hier an die Bücher und so rangehen. Das wird dir bei Tab nicht angezeigt. Ja. Die Kannen und sowas, du kannst alles vom Tisch mitnehmen. Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Tatsächlich sollten wir auch alles mitnehmen, weil wir können das dann verkaufen. Wir brauchen das Gold. Okay. Das Silberbesteck wird mitgenommen. Ich hab den Kessel eingesteckt. Neues. Achso. Ausmachen wollte ich nicht. Hab den Scheiße-Eimer eingesteckt. Aber da brenne ich dann nicht. Okay. Das ist ein kontrolliertes Feuer. Ja. Ah, den finde ich gut, Digi. Wer hat denn da das Besteck vergessen, Mensch? Muss man ja alles alleine machen. Zack, Gabel und Löffel. Wenn ich jeden Plunder einig bin, eine Lady. Hast du nicht alle in den Schlitz? Okay, der war gemein. So. Warte. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Erst soll ich aufmachen? Ja, bitte. Weil dahinter ist nämlich Kampf wahrscheinlich. Achso, ist verschlossen. Warte, ich muss. Warte. Also doch, Alex. Oh, 15. Muss mich auch immer mit dem DASD und hinterher und so immer noch dran gewöhnen. Ja, nein, jetzt haben wir mag das irgendwie. Hast du geknackt, das Ding, ja? Wo ist es? Der Schlenz. Ja, hier ist gleich ein Kampf. Oh. Toll. Da vorne ist Holzfass und rechts sind ein Gegner, oder? Ja, rechts ist nur ein Gegner, ja. Aber wir kommen da ja nicht vorbei, weil Yuzen in der Tür steht. Yuzen im Weg steht? Ja. Muss ich Yuzen als erstes bewegen? Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Ja. Nope. Wir können uns quasi nur dahinter positionieren. Ich kann euch jetzt ja halt ein bisschen hochskillen vielleicht nochmal. Ich könnte Yuzen schubsen. Könntest du dich wenigstens. Aber bewegen. Müsst ihr eure Züge trotzdem beenden. Also schubsen wäre schon okay, ja. Ist ja eine Bonusaktion. Nee. Schubsen? Warte. Nee. Zu schwer zum Stoßen. Kann über ihn rüberspringen. Ha! Ah, nice. Nice. Zack.
Schaffen wir das auch oder klatschen wir mit unserem Kopf an die Decke? Keine Ahnung. Oder an den Türrahmen. Bam, Junge. Alter, gleich 9er, Dicker. Kommst du rüber, David? Schon mal 9 Schaden gemacht. Yes. Danach greift da einen von euch an. Müsst ihr aufpassen, ne? No. Aber danach ist er gleich tot. Wenn David trifft, ja. Ach Mann, ich muss ja noch ein Stück laufen. Na, du mach das, wenn du Punkte hast. Nee, das trifft nicht, okay. Nicht genug Bewegungs... Ach, weil es ein Nahkampf-Spell ist. Ah, durchbohren. Ja, du musst jetzt was Fernkampfmäßiges machen. So. Genau. Ja, da. So, die Fässer bitte nicht kaputt machen. Ja, ja, das macht Peng. Die sind rot, Leute. Bitte, bitte. So, hinter der Tür müssten eigentlich auch noch Typen sein, ne? Mhm, ja, aber hier ist eine Sackgasse. Lass erst mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ist auch so. Guck mal, da hast du noch die Vasen. Ist in den Vasen was drin, ja, ne? I'll need to rest soon. Ja. Okay, welche Tür ist nächstes? Die hier vorne ja, gleich? Die linke, ja. Komm mal rein, ne? Hier ist nichts. Okay. Also kein Gegner zumindest. Cool. Ich brauche niemals Looten. Hat er schon in den Schrank geguckt? Ey. Nö, kannst du machen. Ein paar Klamotten gefunden, ich weiß aber nicht für wen, aber es sah aus wie Stoff, leicht. Nein. Dann wäre es bestimmt was für mich, ne? Ich hab und Diebes David Werkzeug. Oder dich? Na, guck doch. Aber man sieht es ja auch, wenn ich drüber hover, wenn die Truhe nicht mehr golden ist, dann sieht man auch besser, dass sie nicht offen ist, weil ich finde das Icon ja ein schön klein, aber wer weiß, vielleicht stelle ich das dann das nächste Mal auch noch größer, genau wie die Schrift. Okay, ich mache die nächste Tür auf, ja? Warte noch. Jo, wir sind... Adams Dizzle, würde ich sagen. Noch nicht dabei? Nee. Okay. Ich gucke gerade, ich habe nämlich einen Dolch gefunden. Überlege, ob ich einen Dolch... Aber... Hat noch jemand einen Dolch? Ja. Was ist hier? Was bedeutet denn, wenn ich bei Klamotten gucke, nach dem Gewicht diese 5? Ist das so die Rüstung oder? Nee, das ist nur ein Overlay, was du da hast. Wenn da keine Werte dabei sind, ist es einfach okay. Nur kosmetisch, glaube ich. Einer von euch irgendwas? Ein Stab? Nö. Zack. Jetzt habe ich 2 Dolche. Muss man eigentlich die Bücher auch noch lesen, die ihr so dabei habt? Wäre nicht schlecht. Dann vielleicht so die Erfahrungspunkte kriegt, so wie usen wie bei Oblivion oder Skyrim. Das also, weiß ich nicht, ob es hier so ist. Bis jetzt, doch Ringe und alles. Also. Aber die haben keine Fähigkeiten. Naja, bis jetzt hat es nichts gebracht, quasi die Dinger zu lesen. Okay. Naja. Hab ich's mal reingeguckt. Okay. Leute. Also, ich mach die Tür auf, ja? Aber ja, die linke muss. Auf, mach mal die linke auf. Nicht da, wo ich vorstehe? Nee, weil die muss ich aufmachen, die ist verschlossen. Also die hier, ja? Genau. Ja. Ja, genau, da waren doch die Typen. Gut. Komm schon recht schnell recht dicht dran. Es sind 4. Usen, kannst du einen davon angreifen, dann würde ich dich buffen. Zauberer? Ich bin gerade nicht dran, Alter. Zweihand? Bei mir dauert es, da kommen noch 2 Gegner vorher. Der vorne links könnte vielleicht auch ein Schurke sein. Also aber ihr könnt vor allem... Schurke, Kämpfer... Genau, schieß einfach hinter mir. Ich glaube, ich könnte das meiste abfangen. Okay, naja, wir haben ja hier erstmal 2, die wir sehen, ne? Genau, David gibt den. Jetzt kommen die anderen beiden User, mal gucken, was passiert. Was? Das ist aber auch ein... Alter. Oh, alle getroffen. Mich am meisten, super.
ist nicht gut. Susan, lauf mal rein am besten. Mhm. Dass wir durch die Tür kommen. Genau, das wäre nicht schlecht. Also nicht den direkt vorne angreifen, sondern vielleicht ein Stück neben ihm laufen und dann erst angreifen. Nee, da musst du aufpassen. Du kannst nicht an Typen einfach so nah vorbeilaufen, weil die dich dann immer hitten. Genau. Wenn du aus deren Angriffsrange gehst. Das ist, glaube ich, bei Fernkämpfern auch so. Jusen hat aber auch nicht mehr ultra viel Leben, ne? Also wenn wir ihm jetzt nicht gleich pushen, dann könnte er drauf gehen. Ja, oh, wenn er von zwei angegriffen wird. Oh, ja, eins, zwei, drei Leute greifen ihn gleich an. Wenn es bei mir nicht verbuggt ist. Achso, und dein Kampfrausch solltest du, glaube ich, vorher machen, bevor du angreifst. Ja. Das wäre nicht schlecht. Wir müssen immer deine Buffs erst machen und dann angreifen. Weil der hält zwar neun Runden jetzt, aber... Haha. Dass Alex auch angegriffen wird. Ja, ich glaube, wir auch erstmal aus dem Feuer. Ich renne auch erstmal rein. Zack. So, das ist eine Bonusaktion. Das ist aber auch eine Bonusaktion. Wo ich könnte. Also, ich kann den. Ach nee, warte. Doch nicht. Sieht man es vielleicht ein bisschen besser? Warum kann ich den hinterhältigen Angriff setzen? Ja, ich komme an Yuzu nicht ran, obwohl ich kann ihn einfach heilen. War da Alex? Ah, kannst du ein Stück an mich rankommen? Dann kann ich dich buffen. Ich habe keine Bewegungsrate mehr. Okay, warte, dann mache ich aber. Auf welchen willst du angreifen? Wer soll den zielsicheren Blick haben? Ah, wollen wir hier erstmal auf den Bombenwerfer? Das war Broton, war der? Hat die Bombe geworfen. Ja, genau, der da. Barton, ja. Dann mache ich auf den sicher. Dings. Ich kann bei dem leider nur Fernkampf gerade. Cool. Aber war auch wieder keine, warte, wie hieß das? Angriffswurf. Da hast du nämlich dann Vorteile drauf. Ach Mist, als Bonusaktion, ich hätte eine Bonusaktion machen können, wo ich Sport habe, dann hätte ich mich noch bewegen können. Dann kannst du weiterlaufen, ja. Lami liegt, okay. Mhm. Oh fuck. Aber er ist ja nicht normal dran. Ah, Fehlschlag, du Bastard. So, jetzt erklärt immer bitte, wenn ihr bei mir in Stream guckt, wo ich jetzt meine Punkte sehe für Angriff und alles. Über deinem großen Spellkasten. Die 5 Punkte da. Es gibt unterschiedliches Mana. Mhm. Du siehst. Wo sind denn da 5 Punkte? In der Mitte. Hast du 4. Nee, nicht Punkte, sondern Felder. In der Mitte. Also in Mitte vom Bildschirm steht mein Charakter. Nee, unten in der Mitte, über dem großen Kasten. Da hast du so ein Ding, was rausguckt. Mit 5 Felder. Genau, ne, da, ja. Genau. Das. Aktion kannst du einmal machen, das erneuert sich einmal pro Rang Bonusaktion. Ah, jetzt habe ich es gerafft. Oh, danke. Genau, wenn du draufklickst, siehst du die Spells. Aber manche Spells verwenden auch zwei Sachen, also quasi Basisaktion. Ja, das steht ja auch. Genau, die steht Spells ja auch da. Ja. Genau, also Bonusaktion und Aktion kannst du eigentlich jede Runde immer verballern, dass das möglichst weg ist. Bonusaktion ist sowas wie weiterlaufen oder manche Spells auch. Und Zauberspells solltest du wirklich nur einsetzen, wenn du sie auch wirklich brauchst oder wenn sie wirklich sehr sinnvoll sind. Ja, jetzt könnten wir sie schon brauchen, wir haben 4 Gegner, oder? Ja, naja, klar, also gegen den Bomber da hinten könntest du einen guten Spell, der hat noch einen Debuff drauf. Dann klickst du auf Zauberspell und dann hast du da... Ja. 2 bis 16 sieht gut aus, da kannst du mit wirklich viel Glück... Nee, töten, du stehst noch da hinten, du stehst noch da hinten. Ich kann auch durchlaufen, das kann Thema. Ja, ich weiß nicht, ob du den hinten in der Ecke triffst, den Barton. Ich würde dir aber empfehlen, über das Feuer drüber zu springen und nicht durchzulaufen. Ja,
Okay. Ja. Ah, dann musst du ein Stück nach vorne laufen. Wenn genau. du jetzt nicht mehr machen willst, einfach rechtsklick. Okay. Wo es dicht daran ist. Na doch, ein Stück vor in die Ecke da, wo du gerade warst. Ja, das ist schon rot. Nee, weiter rum komme ich nicht. Mal gucken. Mal jetzt springen, ja, vielleicht reicht's ja, aber ich. Oder zählt es? Ja, ja. Sieht jetzt nicht so aus, dass du den Dings hast. Na, ja, jetzt kannst du den da hinten in der Ecke rechts. Den hinten rechts der, den Typen, ja. Das ist der Bombenwerfer, ja. Oder du kannst den halt auch hier, wenn es nicht geht, hier vorne töten, weil. Den da. Ja, ich würde sonst den vor uns töten, weil ich kann nicht mehr so weit laufen. Ja. Ich kann er bis hier? Naja, gut, ja. Gehen wir aus der Tür raus, genau. Und dann. Du machst den hier vorne erstmal. Diesen heiß nee, sieht er wieder. Nee, nicht. Mach mal nicht den. Mach mal nicht den hier, sondern den da. Weil der ist. Ja. Der da. Diesen Torga. Torga, weil der ist oben in der Leiste nämlich als erster dran. Den hier kann ich und David noch angreifen. Ja, stimmt dann. Ah, schade. Fehlgeschlagen. Gut. Tut mir echt leid. Oh, ist halt so. Alles gut. Dafür kann man nicht. Ich hab auch nur noch 4 Leben, Alter. Also ich glaube, es hat doch nochmal was abgezogen. Ich hatte vorher 7. Super. Aber mir wäre ganz lieb, wenn man auf jeden Fall den vor mir killt, weil ich glaube, wenn der mich angreift, bin ich dahin. Oh, guckt mich an. Ihr könnt mich ja aufheben. Ja, aber er guckt doch mich an. Also von ja, daher. Aber kann sich noch drehen. Verschwendet einen Zug, ja, alles Alter, gut. Du musst auch aufs Zug beenden machen, bitte. Gucken wir mal, was passiert. Okay. Danke. So viel dazu. Okay. Need healing. Ich bin gefesselt. Alter, ich habe auch nur noch 2. Erst wir versuchen, Pilot zu helfen. Ich hätte lieber auf der anderen Seite bleiben sollen. Alter, David, was ist mit dir los, Alter? Deine Beine sind doch knallrot und du hechelst dir einen ab. Ja, ich überlege, ob ich ihn Spell nehme oder auf Entfernung heile. Ich könnte auch. Das ist eine Aktion. Das ist auch eine Aktion. Ich bin leider gefesselt. Ich kann nichts machen, groß. Ich habe der Eulen hier 4. Vor mir 6 abgezogen. Der ging nicht. Wenn Yusen jetzt hier gleich auspackt, dann haben wir, glaube ich, ein arges Problem. Wenn er nicht mindestens einmal down kriegt. War schon mal super, David. Ja, kann ich nicht mehr machen. Scheiße, keine neuen Sicherheit gehen. Ich bewege mich mal weg von euch. Vielleicht gehe ich rüber zu denen. Ne, dann haut er mich. Geh rüber. Hä? Ah, ja! Siehst du? Nice, ich bist ausgewichen, Digga. Ja, aber das war nicht sein Angriff, das war nur der die Reaktion dabei. Ja, aber trotzdem. Ja, das heißt, okay, dann wird angezeigt, ob man sie dich angreifen. Also kann ich nur hier hingehen. Wenn ich rausgehe, greift sie mich sonst an. Schubsen kann ich sie auch nicht, okay. Ich kann auch. Ah, nee, scheiße. Oh, David. Und ich bin auch wieder down. Oh, scheiße. Der Todeswurf war erfolgreich, das ist schon mal nicht schlecht. Kannst du die Jeffrey da wegmachen? Oder die den Magier? Was? Ja, ne, ist egal. Ah, die Magier. Ja. Nö, kann er nicht. Ich hab's probiert, aber fehlt. Kannst du Pilot noch aufheben? Glaube ich noch einen. Noch ein paar Bonusaktionen frei. Oh, Nee, geht nicht. Also, ich kann ihn nicht aufheben. Ich kann in seine Nähe gehen, aber ihn nicht aufheben. Okay. Luftrolle unten rechts vielleicht. Was? Also, die Wiederbelebungsrolle. Okay, nee, musst du vielleicht mal genauer erklären?
Über dem Heiltrank. Unten rechts. Oder was? Ja. Über dem Heiltrank. Hast du gesehen? Da siehst du, wenn Jusen immer weiß, wo der Heiltrank ist, dann weiß er auch nicht, wo die Schriftrolle ist. Die Schriftrolle ist aber nicht zum Wiederbeleben. Das ist, er ist gerade im Überlebenskampf. Du musst ihm helfen. Nee, ich kann vorhin auch gerade eben doch so wiederbeleben. Mit der Schriftrolle? Ja, mit der Schriftrolle ist das Wort. Überlebenskampf ist, entweder quatsch ihn dreimal an und dann ist er, oder zweimal und dann ist er, steht er auf, oder die Rolle macht sofort. Na, jetzt muss Jusen aber wissen, wo die Rolle ist, und er muss wissen, wie er Überlebenskampf einsetzt. Kannst du nicht einfach Rechtsklick auf Pfeiler machen? Steht da irgendwie helfen? Nee, da steht eine Taschendieb, Angriff, werfen, untersuchen. Und kannst du draufklicken? Auf meiner Leiche. Ja, ja. Und die Schriftrolle unten rechts, neben Zug beenden, ein bisschen weiter links, das ist so eine Schriftrolle und darunter ist ein roter Heiltrank. Also das mach einfach zu. Kannst du nochmal angreifen? Nee, die ist dunkel unterlegt, deswegen kann ich es nicht machen wahrscheinlich. Ich sehe die Schriftrolle, aber die ist dunkel unterlegt. Ja, dann hast du keine Bonusfähigkeit mehr. Ja, das ist Bonusaktion. Genau. Cool. Alter, die hat 12 Schaden gemacht, die Olle. Ja. Können wir gleich nochmal machen. Wir sollten warten, bis die Gegner durch die Tür kommen und nicht selber reingehen. Und wir sollten für uns viel einfacher. Siehst du, wie die uns jetzt dadurch fertig machen. Ja, und vielleicht auch nicht so nahe stehen. Naja, es war ja ganz gut. Jusen stand erstmal ein bisschen hier vorne, aber er muss ein Stück weiter zurück von der Tür noch und wir müssen ein bisschen weiter hinten, sodass wir schon mal durchschießen können. Und dann warten wir mal ein bisschen näher kommen und bis dahin haben wir vielleicht schon bei jedem die Hälfte runter, denn das ist ja schon mal einfacher. Aber Jusen, hau einfach zu. Wir müssen, oder David kann ja so eh noch nicht neu starten. Genau. Den Kampf würde ich noch ganz gerne geklärt kriegen. Also die Magierin ist auf jeden Fall heftig. Ja, die müssen wir eigentlich mit zuerst ficken. Die macht richtig hart Schaden. Aber wenn ich Glück habe, stehe ich im nächsten Zug wieder auf. Ah, gut durch, Alter. Jeder gibt dir eine Schelle. Ich bin immer noch dran, obwohl ich am Boden liege. Ja, du hast den Todeskampf, Digga. Immer noch. Aber ich kann da nichts machen. Ja, du machst Todeswürfe. Wenn du dreimal den Todeswurf erfolgreich hast, dann stehst du wieder auf. Wenn du dreimal den Todeswurf verkackst, dann stirbst du. Endgültig. Ah, wie mache ich den Todeswurf? Den machst du automatisch. Ja, ich habe zum Beispiel schon zweimal verkackt, deswegen ist bei mir das kurz vorm Totenkopf. Genau. Und du hast schon zweimal geschafft. So, ich habe ihn jetzt... Diese Skala. Genau. Alles klar. Ich habe ihn jetzt geschafft. Ich bin gleich wieder oben. Also ich stehe gleich wieder auf. Bei mir ist 50-50. Wir haben ihn gleich tot oder ich lebe. Oder wenn Jusen durchhält, Alter. Jusen kann, jetzt kannst du... Nee, er könnte mich doch jetzt aufhelfen, oder? Ja, mir auch, glaube ich, ja. Und mir nicht? Doch, bei dir eigentlich auch. Nee, ich kann nur untersuchen, wie gesagt. Ja, du darfst halt nicht angreifen. Das ist eine Aktion, jemanden aufzuheben. Ja, deswegen erklärt es ihm doch mal detaillierter. Dann komm ich jetzt zu euch und... Okay, fertig, dann cool. Und beende den Zug. Okay? Mhm. Geht ja nicht mehr. Entweder angreifen oder aufheben. Oh, ich hab verkackt. Jetzt ist vorbei. Ja. Nix klicken, Peiler, das macht alle David. Ja. Steht ja oder ne? So, müssen wir doch jetzt genau vor der Kampfsituation sein, eigentlich. Da, wo wir zuletzt gespeichert haben. Ja, erinnert mich mal, vor so einem Kampf zu speichern. Ja. Ich überlege mir gerade, wollen wir uns das wirklich nochmal tun? Da sind echt viele Gegner. Da sind noch ein bisschen zu Low-Level dazu. Ja. Es gibt doch immer mehrere Wege, es gibt nicht nur einen. Ja, wir können auch ganz anders machen, hast du recht, Jusen, klar. Aber ich glaube, wenn wir die Taktik genau umdrehen, die jetzt, oder die aus Versehen wir mit denen gefahren haben, wir können auch da hinten durchgehen, dann fallen wir oben durchs Loch. Na, ich bin jetzt schon im Kampf. Ich bin schon drin. Na, ich wurde hier geladen. Achso, du bist in dem Einzelkampf hier. Ja, ich bin da geladen worden, ja. Okay. Nice. Ah!
Dann ging er down. Mein Loot. Oh, wenn wir alle nochmal einsammeln hier. Obwohl, Alex, kannst du die Fackel auch nehmen? Was für eine Fackel? Ich habe eine Fackel ins Inventar gepackt. Und dann? Kannst du die auch nehmen? Für was? Damit kannst du Verbrennungsschaden machen. Ja, und du kannst sie als, du kannst sie als Zweitwaffe nehmen. Weil Verbrennungsschaden macht, glaube ich, ist, glaube ich, ein anderer Punkt als das andere. Nee, kann ich nicht. Ich müsste die als Knüppel nehmen, quasi. Also als, der Rapier ist ja auch, Ja, weil ich kann beides Alex, nehmen, weil du auch nur ein Einhandschwert hast, deswegen. Das ja, aber nicht. Der Rapier ist, also mehr als nur dieses Kurzschwert. Okay. Könnte das quasi mit einem Dolch machen, wahrscheinlich. Ja. Ja, mit einem Dolch kann ich die Fackel nehmen. Aber Rapier nicht, ist ja komisch. Weiß ja nicht, ob ich bei dem. Ja, was möchtest du? Pilar? Alles gut. Meine Frage war, Bus, kann man dir die Schlüsselbeutel geben, damit du mehr Schlüsselbeutel hast? Weil das ist doch wie Dietriche, oder? Genau. Die kannst du mir alle ins Inventar schieben. Ja, geht das? Ja, okay. Kann ich auch von den anderen einfach. Cool. Kannst du auch, ja. Theoretisch Alchemie bin noch nur ich, ne? Kann ich mir die Alchemiebeutel einfach auch von euch schnappen? Nee, die Alchemiebeutel, da sind die Sachen drin von uns. Die solltest du auf den Leuten lassen, aber du kannst, wir können die ausleeren und alles bei dir reinpacken. Ja, wir müssen gucken, dass wir vielleicht das Gewicht am Anfang noch ein bisschen verteilen. Genau. Okay. Das war also da kommen die Kräuter und so rein, meinst du? Ja, genau, genau. Dass sie das nicht Trank extra im Inventar Trank der liegt. Geschwindigkeit, Alter, den musst du auch mal einsetzen, Alex. Ja. Hat mir jetzt der eben bringt, im Kampf nichts gebracht. Ja, aber cool ist er ja schon. Jo. Sammelt ihr ja auch noch was ein hier vom Tisch und so, oder? Also, ich bin gerade am Inventar mal durchgucken. Kampfstab, David hat einen ach nee, der ist nicht. Ich hab schon alles soweit, also das Wichtigste habe ich eingepackt, dachte ich. So was wie Blechtasse und so, meinst du, das bringt Geld? Ja. Okay. So alles gerade, Susan. Schade, ja. Ich hab gedacht, David hat einen coolen Stab für mich, aber der bringt nichts. Na doch, wenn du ihn heute Abend besuchst, hast du einen coolen Stab für dich. Ja. Das ist Streitkolben, glaube ich. Nadelkissen. Mit einer Nadel. Ich bin gleich wieder da. Pass mal kurz auf mich auf. Hätte mich ja gewundert. Ancient, indecipherable text okay. Covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Oh. Muss so wieder aufpassen, dass einer nicht im Weg steht. Weil ich kann ihn da hinten verzaubern. Ich komme gar nicht an den ran, Alter. Doch, nee. Achso. Ach, die, was? Die Tür aufmachen war eine Aktion, Alter? Was? Okay, ich kann nichts machen, ich gehe wieder zurück. Tschüss. Ist so, Alter. I don't need any attention right now. Hör jetzt gleich da locker mich an. Ich bin nur noch ein Stück zurückgegangen, eins Using voller Kanältropfen. Wird? Wir warten auf Using. Nee, wir haben auf dich gewartet oder auf Alex? Nee, auf mich. Er geht weiter zurück. Die holt ihre Freunde da. Oder? Nee, doch nicht. Nicht. Jetzt warten wir auf Houston. Ja. Und Pilar kann aber auch noch. Wer ist denn da schon weitergelaufen, Alter? Ich habe nur den Hebel da gedrückt. Ich wusste nicht, dass die Tür aufgeht.
Wow. Lusen, hast du dich jetzt schon wieder gebufft? Du sollst dich erst buffen und dann eingreifen. Wieso? Das geht doch länger als nur ein Zug. Ja, aber das kannst du doch trotzdem aber erst davor machen. Richtig, bevor du überhaupt angreifst, musst du deine Buffs durchhauen. Ja, okay. Das erklären wir ihm noch ein paar Mal. Du kannst dir deine Spells auch sortieren, wenn du möchtest. Dann weißt du, was in welcher Reihenfolge. Naja, aber dann machst du das eine als erstes, was du als erstes drücken sollst, und das zweite als zweites. Nee, war ich trotzdem falsch. Ist euch schon mal aufgefallen, dass oben bei den Bildern die Bilder manchmal verschlängelt sind, wenn wir nacheinander dran sind? Kann man denn nicht auch irgendwie Combo-Angriffe machen? Haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, Combo-Angriffe. Okay. Also sieht man ja jetzt oben bei dir und David und bei mir und Jusen. Nee, das ist die Initiative, Digga. Wer wann dran ist. Nee, der, guck doch mal dazwischen, dass es verbunden ist. Ja, weil du Tag-Team bist. Also wir beide sind dran und danach ist er dran und dann wieder ihr beide zusammen dran. Genau, und deswegen meine ich ja. Ob da nicht vielleicht auch irgendwann Tag-Team-Moves gehen sollen. Nein, das könnte auch unterschiedlich sein. Ich könnte auch ganz zum Schluss dran sein, wenn meine Initiative nicht hoch genug wäre. Das ist einfach nur die Reihenfolge, wer dran ist. Ja, das ist mir doch klar, Digi. Es geht darum, dass zwischen euch beiden euch was verbindet, wenn man da guckt bei dir und Schachschaulin. Und wenn man bei mir und Dings guckt, kann ja sein, dass das bedeuten könnte, dass man auch irgendwie Combo-Angriffe später machen kann oder sowas. Also, ja, Alex, weil wir nacheinander dran sind, weißt du, wie ich meine? Also gleich. Das siehst du doch da oben. Ja. Wenn man dann aber zwischen dem Gegner guckt, da sind gerade Linien. Und wenn wir drei hintereinander waren, war bei dreien halt so eine Verbindung da, deswegen. Wie immer zu spät. So, wollen wir wie Jusen vorgeschlagen jetzt nach links oder nach rechts gehen? Wo hier drüben war, glaube ich, nicht zum Augen war. Na genau, also erstmal wieder nach links hier, genau. I'm done. Und dann kann ja mal Schachschauli nochmal knacken, die Tür rechts. Bevor wir die andere Tür nehmen. Wir können die Gegner auch hier zum Feuerfass locken und das dann explodieren lassen und dann gehen sie vielleicht hoch. Wenn man die dann noch weiter zurück durch die Tür gelockt haben. Was haltet ihr denn von der Idee? Wir sollten mal hier nicht zusammenstehen. Nicht, dass die jetzt wieder eine Bombe werfen und dann. Genau. Also von mir aus kann Jusen die Tür da aufmachen und dann zurücklaufen. Wir können uns ja hier hinten positionieren. Mach doch erstmal die andere Tür hier auf. Wer hat denn die meisten Laufpunkte? Ich. Naja, dann müsstest du eigentlich die Tür aufmachen. Weil du kannst am weitesten zurücklaufen. Jusen, der könnte vielleicht in der Nähe der Fässer stehen bleiben. Und David ist jetzt ein Wolf, okay. Ich gehe einfach mal hinter die Fässer und dann könnte... Schloss knacken unmöglich hier rechts. Ah, okay, also müssen wir die Tür aufmachen. Wir müssen kämpfen, ja. Na, machen wir die Tür auf und... Dann mache ich die Tür auf und dann... Ist gut. So, dann positioniert euch, bevor ich die aufmache. Leute, weiter zurück. Weiter zurück, Jusen. Explosionen sind sehr groß, haben wir vorhin gesehen. Genau. Ich bin als erstes dran, das ist schon mal gut. Ja, dann kannst du gleich zurückkommen. Also. Zack. Okay, mit dem Bogen kann ich wie weit schießen? 18 Felder nur. Nee, das bist durch die Tür schon. Dann stehen wir wieder alle so nah zusammen. Ja, naja, was soll ich machen? Wir müssen uns alle zurückziehen. Wir müssen sie erstmal herlocken. Und können ja jetzt nichts groß weitermachen erstmal. Ja, ein bisschen mehr so nach links. Oder? Naja, zwei gehen nach rechts, wo du unten bist. Und zwei gehen noch ein Stück weiter nach unten bis zur Tür, würde ich sagen. Oder? Na, Jusen und ich können Nahkampf. Achso, nee, du bist ja der Wolf. Also dann machen wir beide den Nahkampf, oder was? Ja, was ich jetzt mache, ist erstmal ein Pfeil. Ich schieße jetzt erstmal einen Pfeil auf den Bastard. Ja. Oder soll ich ein bisschen weiter zurückgehen noch? Weil zwei werden noch kommen von den Viechern.
Ja, aber die sollen sich ja bei den roten Fässern, da sollten die meisten Gegner nachher stehen. Dann bleib ich hier stehen und schieß erstmal auf ihn. Dann kann er mich ja angreifen. Ihr bleibt hinter mir einfach stehen, oder? Ja, du kannst doch versuchen, in der nächsten Runde zurückzugehen. Müssen wir halt gucken, wie es dann läuft. Also. Klaffende Wunde, schön. Okay, ich bin zu weit weg. Die Frage, was ich mache. Ich mache erstmal gechillt, würde ich sagen, oder? Schieß auch mit dem Bogen auf ihn, dann wäre er schon mal hin. Ja, mach das mal, weil Barathon war der mit den Granaten, glaube ich. Ja, genau. Ja? Hm. Ja, den Versuch, kannst du auch eine klaffende Wunde oder so? Okay. Nee. Bin halt kein Bogenschütze, ne? Aber versuch halt. Achso, scheiße, ich hätte mal vorher. Oder ich speichere kurz. Stimmt, wir wollten speichern vorher, fuck. Kann ich irgendwie noch heilen oder so? Wir haben nee, ja wir keine Lebensmittel, ne? Okay, dann beende ich meinen Zug. Oder ich kann noch einen Schritt vorlaufen und einen Schritt nach vorne und nach hinten und dann ist doch. Achso, ich muss auch noch auf Zug beenden. Ja. Okay, der macht jetzt auch nochmal sprinten. Hm. Da müssten alle bei uns sein, oder? Ne, da hinten ist noch einer. Ganz mhm. Ja, die Magierin. Die Magierin. Da müssen wir halt aufpassen, ne, dass wir nicht zu dicht zusammenstehen. So, ich okay. Bin dran. Lockt ja alle einzeln durch. Du kannst ja noch ein bisschen weiter nach links gehen, sag ich mal, und auch einfach auf ihn schießen. Nein, nicht so krass an die Wand, danke, aber. Auf ihn schießen würde ich erstmal sagen. Vielleicht ist er ja auch down. Auf jeden Fall also, darfst du nicht nach vorne gehen, Jusen. Du darfst nicht weiter als so, wie du jetzt bist, ne? Ja, ja, ich werde jetzt noch hierbleiben, aber ein bisschen zurückgehen. Weil wenn sich die Gelegenheit für einen gibt, dann schießt er auf die Fässer. Das ist deine Aufgabe, Peiler. Ja, es kommt drauf an, wer dran ist und wie es läuft. Oh, sehr gut. Noch einen hat er, oder? Hm. Ja, einen hat er. Und klar, auf eine Wunde, das wird auf jeden Fall killen, hoffe ich, wenn er dran ist. Die Runde fällt da um, ja. Gut, dann haben wir den schon mal wenigstens weg, Gott sei Dank. Ich bin versteckt. Oh, fuck. Natürlich auf mich und David. Ist ja so klar. Okay, jetzt von Peterson. Natürlich. Aber Fehlschlag. Ja, aber wir kriegen trotzdem immer zwei Schaden, jede Runde. Aber Barathon, der stirbt doch jetzt theoretisch gleich, oder? Müsste eigentlich gleich sterben, wenn er dran ist. Also, ignoriere ich ihn erstmal. Jetzt ist mir gekommen, Scheiße, wie ich es vor. Die Torga da angreifen, ja. Torga, okay, dann mach ich wieder Bogen, würde ich sagen. Wer macht denn jetzt? Wollen wir den Braton wirklich auf Sicherheit lassen? Nicht, dass er sich noch heilt oder lieber den. Okay, dann töte ich den jetzt mit dem Bogen, ja? Na, ich würde es sonst auch machen. Warum bist du dran hinter mir? Na, lass doch mal gucken, ob die klaffende Wunde ihn tötet. Okay. Nutzt doch eure Aktionen lieber, um die anderen zu töten. Jawohl. Oh, ich habe 7 abgezogen. Das war nicht 3, also wir haben nochmal 10 abgezogen, wir beide. Ja, ist doch sehr gut. Der Hassi ihm kommt ja auch. Ja, also so langsam wird er mit dem Fass. Oh, na, ja. jetzt können wir das Fass machen. Nee. Ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Der Magier bleibt dran. Hast du vorhin verloren, das stand unten rechts. Wir müssen eigentlich noch warten, bis die anderen Stücken herankommen, aber. Wenn du ihn am besten schubsen könntest zum Fass und dann machst du das Fass an. Ja, das wäre eigentlich. Oh ja, aber, wenn du den schubsen könntest, wäre echt geil. Wenn wir noch einen Zug warten, könnten die anderen fast auch drin stehen. Nee, die nicht. Kommen aber nicht. Da hinten ist eine Magierin. Die kommt nicht hierher. Ja, aber trotzdem, wir können ja noch ein Stück zurückgehen. Wir können trotzdem die Fässer. Na, schade. Ja. Ist echt schade. Na, dann gucken wir mal, was passiert. Das wäre ein Rückzug. Ja, ich muss jetzt gegen den kämpfen. Ja, oder die auf die Magier bzw. Torga eventuell eliminieren. Ja, wie gesagt, der Torga dürfte jetzt eigentlich gleich sterben, weil der hat noch eine klaffende Wunde und nur noch einen Lebenspunkt. Das ist der Barathon, nicht die Torga. Achso. Torga ist der Bogenschütze da hinten, der hat 6. Ja. Weil wenn die alle 3 auf dich schießen, ist glaube ich schlimmer, als wenn nur der eine dich hittet. Ja.
Mal gucken. Ah, ich bin im Nachteil gegen die alle. Wo bin ich denn im steht. Nachteil? Kannst du noch, ja, weil du vor ihm stehst, kannst du noch ein Stück zur Seite laufen. Genau. Ah, da musst du mal aufgucken, wenn ja, wenn ich kann, wenn ich aber einen Rückzug mache, dann kann ich nicht mehr angreifen. Das habe ich schon auf dem Schirm gehabt. Nee, du siehst, wann sie dich angreifen. Da ist immer so ein Balken dann dazwischen, wenn du zu weit aus der Range laufen würdest. Mhm. Da kann man ein bisschen versuchen, an ihm, sag ich mal, vorbeizulaufen, ohne dass er dich hittet. Dann versuche ich jetzt die Torga zu killen. Ja, tot. Ja. Okay. Ah, fuck. Kräfte Wunder hat nicht gereicht. Nee. Wird aber trotzdem warten, falls die Magierin hierher kommt, eigentlich bei der das Fass, oder? Aber die kommt nicht hierher. Die wird da hinten stehen bleiben und ihre Spells machen. Warte, ich kann vielleicht beide töten, oder? Okay. Warte, mach du. Oder beziehungsweise einen verletzen, einen töten. Oder? Das ist doch schon mal gut. Soll ich mein Glück bei dem anderen versuchen, oder? Ja, versuch mal die Magierin da hinten, ja. Ich könnte auch die Magierin versuchen einzuschläfern. Ja. Soll ich mal versuchen? Na, mach. Probier dein Glück. Man muss immer gucken, wie weit. Wenn du doch, ist noch drin. Wenn du die Spells hast, dann nutzt du doch, ja. Nee, aber außer Sichtweite. Warte mal, ich muss mich vorher noch ein kleines Stück bewegen. Komm mal so zu euch, dann müsst ihr sie auf jeden Fall treffen. So, schlafen. 100%. Nochmal gucken. Ein Ziel? Kann ich nur laufen? Musst du auf die draufklicken. Mach doch. Warten. Kein Ziel. Immer noch zu weit weg, wa? Kannst du noch ein bisschen näher rangehen? Ja, ich glaube, das ist es. Aber wenn ich mal so gucke. Nee, es sind 15 Meter, 18 geht's eigentlich. Dann geh einfach noch mal ein Stück heran. Da steht 18 Meter. Kein Ziel. Und dann kannst du die nicht. Ja. Musst du mal in die Beschreibung von dem Spell gucken. Vielleicht kannst du keine Typen einschläfern, sondern nur Tiere. Ja, Kreaturen. Du hast recht, Alex. Ja, also wenn wir gegen Wolf oder sowas kämpfen. Genau. Oder auch diese, Zombies sind ja auch Kreaturen, oder? Die Schweine oder sowas, ja. Okay. Dann mach ich mal das Stärkste, was ich sonst noch so im Petto hab. Na, durchdringende passabrechner Pfeil, falls du das hast. Das wäre ganz geil. Feuerpfeil, dann brennt die vielleicht runter. No. Schade. Magierin ist krass. Okay. Geh mal richtig auf die Fresse. Okay, Alter, oh, die ihren eigenen Typ mir tötet. Mhm. Ich finde aber gut, dass du noch lebst. Ja, stand nicht so nah dran. Na doch, du standest näher dran, aber Yuzen hat mehr Schaden bekommen und ich bin sogar down gegangen. Das hat mir über 7 abgezogen, Alex. Ich hatte einen Rettungswurf, ich habe den nicht geschafft. Ah, geil. Aber jetzt, ja. Müsste auf jeden Fall, ja. Aber die ist ja so gemein, diese Frau. Wie viel Leben hat die? 12. Also ist eigentlich machbar. Aber die ist echt heftig. Willst du dich gerade heilen oder soll ich dich heilen? Lass mich auch heilen. Cool, wenn mich einer aufheben würde, dann hätten wir einen Zug mehr. Ja, wir brauchen 3 Züge, um dich aufzuheben. Und aufheben kostet eine Aktion. So. Naja, ich sehe bloß gerade, dass wir alle hintereinander sind, bevor sie angreifen. Ah, Alex, bist du nah dran. Kannst du danach noch ein Stück weggehen? Nee. Hast du mich jetzt geheilt, David? Dann gehe ich aus der Range raus und die greift mich an.
Scheiße. Ja, ich würde dich auch angreifen, aber heilst du mich jetzt selber oder soll ich mich heilen? Was kostet dann heilen bei dir? Bei mir kostet heilen. Warte. Aktion oder Bonus oder Zaubersprung? Eine Aktion, ja. Also ein grüner Punkt, aber Aktion. Ja, dann kannst dann du nicht mehr angreifen. Dich, dann... Richtig, deswegen frage ich dich, kannst du mich heilen, David? Na, ich würde halt ansonsten versuchen, 16 Schaden noch an der zu machen. Wieso denn? Das kann auch Yuzu machen. Heilen ihn doch erstmal. Okay. Das ist doch deine Aufgabe, heilen. Du bist doch hier nicht der Damage-Dealer. Rein theoretisch. Genau, siehst du. Siehst du, perfekt. Wie Tobi. Dankeschön, David. Let's have a look. Bitteschön. Ich will auch jemanden plündern. Ich meine, alles leer. Ich habe eine dicke Keule gefunden, Yuzu. Kannst du mal bei mir im Inventar gucken? Weiß nicht, ob das was für dich ist. Nee, ich will eine Stützwaffe, eine Axt oder sowas. Oder ein Schwert. Naja, eine Keule vielleicht hat die eine coole Fähigkeit oder gar keine. Ist da noch was Cooles im Raum? Aber die, wie gesagt, das kam jetzt wirklich aufs Positionsplay eigentlich an, oder? Empfandet ihr das nicht so? Dadurch, dass wir reingelaufen sind, hatten wir den Nachteil. Dadurch, dass die zu uns kamen, hatten die am Ende den Nachteil. Jo. Also da müssen wir wirklich so, gucken. Aber es war echt geil, dass die KI so clever war und das Fass gezündet hat. Ich meine, für uns noch ein kleiner Vorteil, dass der eine KI-Gegner mit draufgegangen ist. Aber... Oh, hier ist ein Hebel. Ja, das macht die Tür auf. Rechts. Okay, Tür. Ihr seid die nicht Suche, knacken oder? Konnte. Achso. Müssen wir kurz auf Toilette. Also können wir da gleich hingehen, oder? Genau. Ja, aber er ist auf Toilette, warte. Leute! Ja, wir können doch nur schon mal in den Raum hier reingehen. Es gibt doch noch einen Vorraum. Passiert doch nichts, wenn wir jetzt hier stehen. Sag wer? Ich? Wir waren doch schon so weit. Nee, ich weiß ja nicht. Ja, du kannst dich nie an sowas erinnern, das ist klar. Das haben wir ja schon gelernt. Hey, hör mal auf jetzt. Nein. Das ist nicht friendly von dir. Bin ich auch nicht. Hat Alex alle auf Tash hat. Man merkt, er ist Dieb. Alle die Zauberstab gerappt. Für mich hat er nicht dabei. Doch, unten ist ein Kampfstab. Genau der gleiche, den ich auch hab. Achso, okay. Was habt ihr denn so? So, let's go. Noch einer irgendwie was interessant. Hat kann irgendjemand mal den Pfeiler heilen, der ist etwas tot. Lederstiefel. Da kann man einen Trank trinken. Alter, kannst du mal einen Trank trinken? Lederhandschuhe, willst du die haben, Alex? Nee, die bringen. Ach nee, ist leichte Rüstung. Bring aber nix. Jo, oh, sieht hübsch aus. Nö, freu ich nicht, danke. Ach nee, Handschuhe sind. Wo kommen denn Handschuhe rein? Da oben. Zack. Jo, Heiler, trink mal einen Trank. Wie kann man denn gleichzeitig Lederstiefel anhaben und gemachvolle Stiefel? Wie rechts ist nur die Optik, links ist das, was du kriegst. Glaube ich. Also Amulette und sowas nicht, aber das andere ist einfach nur, ja, wie gesagt, wie es aussieht. Wer kann eigentlich gut werfen? Wegen Wurfspeers bin ich, ne? Weil ich hab Speer. Dich. Wurfspeer. Geworfen. Aber sind jetzt auch nicht so geil. Gut, ich heile mich erstmal. Ja, ich hab nur ein Leben. Stimmt. Ja, das ist korrekt. So, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Dann weiter, oder was? Ja, du bist schon weitergegangen, ja.
Warte doch mal auf die anderen. Hast du gerade gesagt dann weiter, oder nicht? Nee, noch nicht, nicht. This place wasn't built for the living. Aber eigentlich müssen wir an der Stelle mal Feierabend machen, Leute. Das ist jetzt 23 Uhr. Ja, dann machen wir hier Feierabend, oder was? So, aber im nächsten Mal weiterspielen. Aber wir haben ja schon mal ein bisschen ins Spiel reingefunden. Ich muss mich auf jeden Fall beim Magier noch mal ein kleines bisschen belesen. Aber mir macht das mega Spaß auf jeden Fall. Also ist jetzt nichts gegen Diablo 4, aber es macht mindestens 5-mal so viel Spaß. Also ich bin einfach ein Typ, ich mag das, wenn das alles verschachtelt ist und ich am Anfang gar nichts raffe, so wie gerade. Das war bei Scum auch so und deswegen ist das Suchtpotenzial irgendwie so hoch bei mir. Jo. Alles klar, machen wir hier an der Stelle Feierabend für heute. Jo. Für diese stille Schweigen zwischendurch immer ganz gut. Dann erstmal... Wollen wir kurz mal ins Lager vielleicht? Das soll das mal kurz machen? Ja, eine kurze Rast oder so, ja, das wäre nicht schlecht. Jo. Dann musst du einfach unten Rechtspfeiler auf Lager und Rastmenü gehen. Ja. Und dann gehst du ganz unten zum Lager, da wo die Fackel oder die... Hab ich gedruckt? Feuer ist. No. Dann gibt's hier irgendwo Kisten, wo wir unsere Sachen reinschmettern können. Brauchen wir aber noch nicht, wir haben auch kein volles Inventar und ich glaube, wir treffen auch ja demnächst auf den Händler, wenn wir so durch sind. Okay. Musst du die ja nur wieder aus dem Wollen wir uns denn erstmal hinsetzen bis zum nächsten Mal und dann Tag beenden machen? Oder wollen wir jetzt schon Tag beenden? Nee, nicht Tag beenden. Ne, deswegen frage ich ja. Aber wäre ja für die nächste Runde vielleicht ganz gut, weil wir jetzt ja schon, oder? Ja, wir wissen nicht, was passiert, wenn du den Tag beendest. Na, wenn ich eine lange Rast habe, du kannst Lagervorräte verwenden, um Trefferpunkte zu erlangen und kurz alles wiederherzustellen. Achso. Also, weiß ich nicht, also mit einer kurzen Rast kann ich halt nur Leben wiederherstellen. Und mit der langen Rast werden aber auch kurze Rasten wieder aufgeladen, sage ich mal. Aber wir haben noch zwei Stacks, also würde ich sogar eher sagen, wir machen erstmal weiter, benutzen zweimal die kurze Rast, ja. Die Lebenspunkte wieder aufstellen. Genau, wenn wir merken, wir kommen an eine bestimmte Stelle, wo wir nicht weiterkommen, dann könnte man das eher nutzen, so meinst du das dann, oder? Genau. Ja.